Hallo. Wir sitzen alleine in einem Bus nach Hagyang. Wir wissen nicht so richtig, was gerade hier los ist. Wir wissen auch eigentlich nicht, was den ganzen Tag bisher mit uns passiert ist, weil wir eigentlich, der ganze Tag besteht aus Warten und angeblich sollen wir in 6 Stunden ankommen. Wir stehen aber nur rum hier auf dem Land irgendwo. Und eigentlich sollten wir in einem riesen Sleeper-Bus sitzen. Jetzt sitzen wir in einem kleineren Bus mit Sleeper-Funktion. Also das sieht dann so aus. Ja, hoffentlich kommen wir an. Wir sind endlich angekommen in Hagyang. Von hier aus machen wir wahrscheinlich einen Loop mit dem Motorrad oder Roller. Wissen wir noch nicht genau. Aber wir übernachten hier nur eine Nacht. Und deswegen haben wir das günstigste genommen, ein Dorm. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das Treppenhaus. Hier ist der Eingang von unserem 8-Bett-Dorm. Ist noch keiner da. Aber unsere Betten sind die 21 und 22. Das ist Tau Tau. Die ersten Kilometer haben wir gemacht. Den Hagyang Loop fahren wir über 3 Tage mit einem semiautomatischen Motorrad. Mit Helm und Schonern. Tschu! Wie normal? Wie normal? Helm ist auf, weiter geht's. Der Hagyang Loop ist übrigens in der nördlichsten Provinz Vietnams. Dementsprechend werden wir im Laufe unserer Tage auch die chinesische Grenze passieren, beziehungsweise bewinken. Gucken wir uns das an. Welcome to my world. I'm inside.
I miss you. I miss you. Mùa xuân này về trên quê ta, cắm đất trời biển rộng bao la. Tag Nummer 2. Kleiner Zwischenstopp und da sind wir gerade gekommen. Wir haben es bis zum Flag Tower geschafft. Das ist ein Turm mit einer riesigen Vietnam-Fahne, die den Chinesen drumherum anzeigen soll, dass hier Vietnam ist. Denn hinter mir ist China. Welcome to my world. I miss you. Tag Nummer
3. Alles ist gesattelt. Wir sind startklar. Es geht von Dong Wang nach Ha Sang. Jetzt dann ausbauen. Auch mit drauf.